Moin moin Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Worlds. Ja, wir waren letztes Mal in einer extrem schweren Map. Davor waren wir in einer wirklich schweren Map und jetzt in einer extrem schweren Map, weil ja, alles Ranged Monster waren, die extrem viel Giftschaden und Blitzschaden gemacht haben. Tja, heute gehen wir noch in die verlassenen Orte, die wo wir noch nicht genommen haben, und gehen dann noch in eine Map, die ein bisschen leichter ist diesmal hoffentlich. Aber hoffentlich auch eine gute Map. Auf jeden Fall habe ich Lust dafür, mal ein bisschen vorwärts zu kommen, hä? Eine gute Map zu haben, die gut droppt zum Beispiel. Also wir müssen wahrscheinlich nur rein, hä? Ja, aber das ist nicht der richtige Weg. Ein Level Up haben wir auch bald, das ist auch gut. Komm vorwärts. So. Ja, ich denke, ich mache es noch nicht. Das Labyrinth müssen wir auch bald noch machen. Muss ich schauen. Ja, wir brauchen zuerst Unix. Wir brauchen Unique-Item. Okay. Da müssen wir noch hin. So, und hier gibt es noch eine Essenz. So. Ja, wir haben hier, jetzt muss ich schauen, eigentlich eine Insel und die muss man ganz nach unten gehen. Habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Euch schon ein paar Mal gezeigt, also mindestens 20 Mal im gesamten Let's Play, ja, vom ganzen Kanal. So, haben wir es schnellstmöglich hoffentlich gemacht und dann geht's weiter. Ja, genau. Weg damit. Also hier haben wir das. Deep Night Flask wird am besten. Unslowed, was ich jetzt nicht genau was ist. Oh ja. Cursed Armor sogar noch drauf. Machen wir hier rein. Prima. Also das haben wir. Jetzt müssen wir hier schauen. Hier auch noch rein. Da machen wir aber mit dem Ding, dieser Challenge. Da, ja. So. The Trial of Ascendancy. Weg damit. Wo haben wir es? Right Ox. Da haben wir was. Ah, das ist ein Ding. Wahl-Area. Ja, easy. So. Damit. Statuen, die nicht Statuen sind. Krass.
sehe ich, glaub. Aha, nun haben wir auch schon zweimal. Nicht mehr lange bis zum Level. 73 jetzt, oder? Wahrscheinlich da durch. Ja. Gut, dass ich das gefunden habe. Prima. So, da ist einer kaputt. Ja, prima. Ja, hier müssen wir wahrscheinlich nichts mehr machen. Kein Achievement. Gehen wir hier raus. Und jetzt... Ja, hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Hier nicht. Das ist die Höhle, hä? Also machen wir die Höhle noch kurz. Er wollte gleich rein. So ist normal. Müssen wir nicht mehr nehmen. Ach du blöde Höhle, jetzt bist du ja da. Schön. Also wieder weiter Flasken. Wenn nur ein bisschen mehr Gegner kommen würden. So. Da haben wir das geschafft in Rekordzeit. Ach Gottchen. Blöde Höhle. Das ist wirklich eine der verwirrendsten Höhlen. Ich gehe immer den falschen Weg. Tja. Die Map ist einfach anders als ich. Also ich denke immer, ja, wir nehmen den Weg, den einfach nicht so offensichtlich ist. Und das ist genau der falsche Weg. Es ist immer der offensichtlichste Weg. Also eigentlich der, der nach hinten geht. Hopp. Ich weiß nicht. Hier müsste es sein, hä? Nicht? Ey, diese böse Höhle. Ich mag sie nicht. Sie ist böse zu mir. Da ist sie oben links. 100 Pro. Am letzten Weg. Am letzten Wege ist der Boss. Pfeife. Steckt sich einfach. Geht doch nicht. Prima. Haben wir das auch. Ja, komplette Normalquest zu Great White Beast haben wir auch.
Aber das nur von dieser... Höhle, die Quest. Ich brauche alle natürlich. Hello. Wir müssen das Spiel auch fertig schaffen. Also auch Merciless den Ding töten. Den Endboss. Malachi. Also, dann haben wir hier das. Hier haben wir nichts mehr. Okay. Ja, dann muss man nur noch hier die 1, 2 Waypoints holen. Das sind 3 Waypoints. Ja, auf jeden Fall. Gehen wir ins Hideout. So, und schauen mal. Da. Marshes. Wahlpyramide, komm. Eine gute Map. Many Totems, oh je. Addition, okay. Aber ich will ja eigentlich schon solche Maps machen. Die ein bisschen herausfordernd sind. Tschüss, Beach Map. Ach, ist das schön. Ich mag so besondere Maps, die einfach wieder besondere Bonis haben und nicht zu schwer sind, nicht zum Verzweifeln kaputt. Aber wir sind gleich ein Level up. Wir schaffen's, hey, wir schaffen das. Aber das ist schön, das ist ganz anders als die Wahlmap. Wahlpyramide Map. Oh, ein Regetto. Sehr schön. Silber Coin, sehr gut. Da haben wir so 2 gewonnen, gemacht im letzten Part. Können wir wieder auffüllen. Ah ja, nach den Maps, also die fest sind, die Folge-Properties, die müssen wir dann auch schauen, dass wir das machen können. Okay, noch nicht. Wir haben noch keinen guten Juwel. Temporal Chains. Wow. Blessed Orb. Oh, Blessed Orb. Schön. Temple Change. Ah, Chains. Spiel Offering. Prima, gute Map. Genau so eine wollte ich. Goldring. Ebele Orb. Das ist schon der Boss. Das ist wahrscheinlich der Wall Oversoul. Hier haben wir auch. Machen wir doch den Boss schon. Ah, da geht's weiter einfach. Was? Schlecht. Ah, die Map. Ey, ich werde die paar Mal machen. Die immer suchen gehen und machen. Ey, geht weg. Diesen scheiß Eiskristallen. Eisgeschossen.
Versteckt euch nicht, ihr blöden Schlangen. Sonst pfeife ich euch. Eins. Schlangen sind sehr abgelenkt, wenn man pfeift. Deshalb habe ich das gesagt. Nicht falsch verstehen. Weil die sich über Stimmwellen orientieren. So. Prima gemacht, schön. Oh, da haben wir den Fahrgarn, da können wir wieder ein bisschen duellieren. Schön, aber da komme ich nicht hin. Müssen wir oben durch. Also hier waren wir. Tja. Das ist jetzt blöd. Immerhin sehe ich, wo ich schon war. In einigen Metern. Okay. Schauen wir mal. Let's see you knock me on my ass. Quick as you can. I've had rougher tussles in bed. Oha. Hallo. Schon High Level, hä? Heftigst. Ja, jetzt ist er Level 5 geworden. Schön. Super. Dann haben wir das. Der macht nichts mehr. Da oben. Mit. Oh ja. Super schön, die treffen mich sogar so noch. Dann haben wir alles hier vielleicht noch. Nein, das ist gemacht. Schön. Ja, jetzt gehen wir weiter. Oh. Hässlich. Weg. Royal Scepter. Was ist der? Hab ich den nicht eingesammelt? Oh. Ich hab schon losgelassen scheinbar. Okay, prima, hier ist nichts mehr. Nix.
nichts mehr. Boss, ich komme. Aber noch muss ich hier rein. Okay. Ach Mist. Ich muss die ein bisschen locken. So, dann rein. Ist er fertig? Noch nicht. Eins noch. Nein, ist fertig. Ja. Verdammt, sind die böse. So viele habe ich nicht erwartet. Oh je, können wir das nicht erledigen jetzt? Ich denke, man hat einfach die Probleme jetzt, dass die jetzt am Wegerand sind. Ach man. Hey! Übertreib's doch! Diese blöden Rogue-Exile. So ein Scheiße. Sägt wieder sowas von auf. Zwei! Unmöglich. Shit. Nein, weißt du, sie können nicht ein bisschen normal sein. Sie müssen direkt... Ja, One-Hit. Der macht One-Hit. Okay. Schade, können wir die Map nicht wegmachen. Aber ich denke, ich werde mal ein bisschen mich Zeit nehmen, einen neuen Charakter hochzuspielen. Und wir sehen uns dann... Ja... Eben. Nächstes Mal wieder. Einfach wenn der nächste Paar kommt. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen und jo. Eben. Meine Let's Plays gehen ja immer sehr lange. Also ab jetzt sehr lange. Seit August. Weil ich will ja nicht nur Spiele antesten. Ich will die Spiele komplett machen. Und da finde ich es einfach toll, dass ihr so gute Zuschauer seid. So lange zuschaut und einfach mir hilft. Es ist schon wichtig, weil ich bin auch schwer krank und habe Probleme einfach, weil ich noch Fußballer bin, Kampfsportler und nichts verdiene in diesen zwei. Ich muss stärker werden und das kann ich nur, wenn ich Geld verdiene, weil ich brauche bessere Geräte, alles mögliche. Also, es läuft bei mir nicht so gut im Real Life. Aber ja, ich bin auf jeden Fall viel glücklicher geworden, seitdem ich wieder angefangen habe zu Let's Playen und ja, bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.